So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir sind wieder da, in einer weiteren Runde wollen wir das Spiel besiegen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir machen drei Runden, 18.000 Punkte, das heißt, dreimal müssen wir genau herausfinden, wo wir sind. Und das werden wir auch tun, oder zumindest versuchen. Mal gucken, wo wir heute überall landen werden und wie lange wir brauchen. Manche Runden gehen schnell, manche langsam, also mal gucken. Ich starte. Und ich würde sagen, prepare yourself, wir landen jetzt in Chile. Nee, ist nicht Chile. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh, alle nackig? Nee, so geht das ja nicht. Wo sind wir denn hier? Langesteg! Okay, an irgendeiner Eiswaffel oder sowas. Aha. Okay, entweder Niederlande oder Belgien. Wir fahren erstmal raus. Richtung Westen. Ja, auf jeden Fall saftige, frische Felder. Das ist schon mal sehr schön zum Rumfahren. Da würde ich wirklich gerne mit dem Ratten mal langdüsen. Okay, ich weiß nicht, ob so viel nach Westen kommt. Ist eher so eine Radfahrroute, glaube ich, auf der wir hier gerade so sind. Ey, lass mich weiter. Hier meine vernünftige Straße. Hammersfelsweg. Kantonzentrum Berg, Larixhöve, Grebelinie. Aha. Kappelhög. Kennzeichen gelb. Gute Radwege. Das kann ja eigentlich nur eins bedeuten. Oha, was ist denn hier los gewesen? Protestaktion gegen Fahrradfahrer. Ah, schon schön, nicht wahr? Amersfoort, Achtelfeld, Strutenberg. Jetzt nach Westen. Politbüro? Naja, da wollen wir sicher nicht hin. Das können sie mal schön behalten, ihre Politik. Burg van Deruk, van der Postlan. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich Namen sind, die ich irgendwie auf einer Karte sehen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ich kenne mich halt null aus in dem Land. Andererseits ist das auch nicht so groß, aber ja. Wir fahren noch ein bisschen. Ist ja hübsch. Tja, jetzt sind wir mitten im Herbst gelandet. Oh, ich freue mich schon wieder auf Herbst. Herbst ist so meine Jahreszeit. So Spätsommer eigentlich am meisten. Aber Herbst ist auch schon gut. Andere. Achterfeld. A28. Amersfoort. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir Amersfoort oder irgendwas sehen. A28. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich da oben drin sind. Doch sind wir. Da ist Amersfoort. Das sehen wir direkt. Und da ist auch die A28. Sehen wir auch direkt. Und T-Spiekel. Wo ist T-Spiekel? Was? Husterheide. Okay. Und es geht zu irgendeinem Zentrum. So, Zeist. Utrecht.
Wir stehen ja auf irgend so hier in irgendwie sowas dann, nicht? So ein langer Weg, der nirgendwo endet. Okay, wir gehen nochmal zum Start zurück und fahren mal in die andere Richtung. Wahrscheinlich komme ich dann nämlich schneller. Langesteg und Lappersweg. So heißen die hier leider nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Wir brauchen halt einen verlässlichen kleinen Dorfnamen jetzt. Immer die Bäume, die doppelt sind, ich denke mal, das sind riesige Bäume dann. Aber sind's gar nicht. Okay. Radfahrer, Achtung. Die kommen immer im Rudel. So, das sieht doch nach was Brauchbaren aus. Das ist jetzt die andere Seite. Hofstedt, Leutzen, Larixhöve. Hees, Wursche. Ich meine, wir können auch auf der Seite sein. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob wir Nord oder Süd waren gerade. Teöver? Ah. Weil das mit diesem Tee, das hatten wir doch irgendwie. Teewut? Das scheint man hier in der Ecke zu machen. Wenn wir jetzt noch Larixhöve sehen... Der Walk, Vierhuten, Teharde. Okay, muss ja, wenn an der 28 irgendwie liegen. Hell, Greven. Ich sehe aber nichts von dem, was wir... hier stehen haben. Hier würde ich auch eher dann die großen Städte erwarten. Na gut, die 28 ist lang, nicht? Wir können auch hier hinten sein und die haben einfach nur Richtung Amersfoort. Aber dann würde ich ja auch erwarten, dass Utrecht dran steht, nicht? Wenn ich aus der Richtung komme. Anstatt Amersfoort. Das heißt, macht eigentlich Sinn, wenn wir aus der Richtung kommen. Ich glaube, deswegen bin ich initial in die Ecke hier gegangen. Außer wir sind so dicht dran, dass es sich lohnt. Ich meine, hier fährt ein LKW. Das heißt, der wird ja von irgendwo kommen, wo was dran stehen muss. Leusden. Okay, na, da haben wir doch was. Damit können wir arbeiten, würde ich sagen. Leusden. Leusden, Leusden, du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah, Karte geht nicht einfach zu. Putten haben wir. Mann. Ein Meere. Ich könnte es auch fixieren, aber das wäre zu einfach. Da nervt sie mich nämlich die ganze Zeit. Leusden, Leusden. Nersum.
Frage ist, wie groß ist dieser Ort? Achterberg, Achterfeld, auch sehr interessant. Vielleicht, wenn ich mal rauszoome. Nicht, dass es weiter weg ist und ich denke nur, es ist halt dichter dran. Wobei es echt nur in der Nähe sein kann. Die Frage ist, auf welcher Straße fahren wir? Vielleicht kriegen wir das noch raus. Ah, wärst du? Das könnte helfen. Das ist der Valai-Kanal. Und der verläuft ja Nordost-Südwest. Valai-Kanal. So, nicht? Nordost. Ja. Valai-Kanal. Wer heißt du? Du hast keinen Namen. Das ist Liebig. Die großen Sachen sind wahrscheinlich eingezeichnet. Ja, aber das ist zu weit weg, oder? Da würden andere Städte dran stehen. Aber wir hatten schon, dass die ganz komische Ausweisungen hatten und man stand irgendwie vor der Hauptstadt und die haben das kleine Dorf dahinter ausgewiesen und sowas. Also unmöglich ist das alles nicht. Dass wir noch sonst wo sind. Na gut, die haben 1 Milliarde Kanäle, nicht wahr? Und die, wenn die hier, Walle keiner, hier. Und wenn die alle keinen Namen haben, wollte ich gerade sagen. Das Leusten, es ist in Amersfoort. Bam, bam, bam. Ja, okay. Ja, und dann müssen wir jetzt ja nur noch herausfinden, wie hieß die Straße? Langesteeg. Und wir sind ja auch hier am Wasser. Nord-Süd, Langesteeg. Das heißt, hier in sowas vielleicht. Bist du Langesteeg? Hier. Nee. Oder wir sind wirklich direkt da dran. Und sind dann jetzt einmal im Kreis gefahren. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, der verläuft hier wirklich Süd nach Nord. Ein bisschen südwestlich. Also ganz leicht so. Das heißt, wir könnten hier sein. Langesteeg. Da werden wir sein. Okay, und wir stehen auf der Ostseite. Ja. Und zwar genau am Übergang. Aber nach Süden ist eine Straße, nach Norden aber nicht, aber nach Osten. Warte mal. Das Wasser liegt Richtung Westen. Hier sind wir. Ja, das macht mehr Sinn. Ich wollte gerade sagen, hä, die Straße so dicht? Wir sind eigentlich da. Bango Bongo. 6,04 Meter. Uff. Da haben wir ganz schön Zeit gelassen. Ab in Runde 2. Oh ja, Dänemark. Sehr gut. Hohenwarte. Das sind aber auch günstige Startpunkte heute, muss man mal sagen. Ein Kreisverkehr in der 419 Richtung Tonda.
und Rupdol. Okay. Aber Tonda Richtung 419 in Dänemark. Tonda. 200. 100. 200. 400. Hier sind wir nicht verkehrt. 87. 63, 31, 25. Sehen wir Tonda vielleicht eher? Toffelund? Nee. Tim sehe ich noch. Hier kommen 500er, ne? Hier geht es nicht wieder runter. Na, obwohl, es geht. Bisschen durcheinander. Aber grundsätzlich steigen die Zahlen erst hier. Nach hier sind sie ein bisschen niedriger. 33, 51, 9. Okay, das ist sehr gut. Jetzt rechne bitte noch 10 drauf. 4, 17. Alle halten sich fest. Alle halten sich fest. 4, 17, 4, 25. 417, 425. Wo 419? Gönn 419. 411. Man sieht wieder alles außer das, was man sucht, nicht? Okay, sehen wir in der Ecke Tondor. Torsted, Odder. Aarhus, Valje. Brande. Eisberg, da waren wir auch schon öfter. Hier 23. Hier sind die 500er. Ah, nicht, dass sie irgendwo ineinander rutschen. 411. Bestimmt schon 8-mal mit dem Mauszeiger drüber. Ich hab's einfach nicht gesehen. Dass es hier rüber weitergeht, sind eigentlich nur 300er. Was haben wir hier unten? Gar keine. Okay. Achso, das ist auch Deutschland. Pff. 401. 481. Da. 419. Tonda. Na, guck mal. So dicht an der deutschen Grenze haben wir es doch. Und hallo, Nani. So, Mogeta. So 12 Kilometer Richtung Osten. Molgetonda liegt wie viel Kilometer? Fahr doch mal bitte weg. 7. Ah, okay. Wir können nicht so weit von hier weg sein. Ich lege das Maßband an. Das sind 5 Kilometer. Das heißt, wir sind irgendwo in Heuer in der Ecke. Oder irgendwo hier oben rein. Hier ist ein Kreisverkehr. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Rupdol Richtung Süden. Passt auch. Und wir haben Heuermolle. Heuer macht Sinn, ja. Und Molle, okay, keine Ahnung, was das heißt. Norigade, okay. Da sind wir und wir stehen. Aber nicht genau da, sondern an der Tankstelle. Am Norway wahrscheinlich.
Warte. Normalerweise steht doch hier der Straßenname. Alles abgewischt. Da war's. Da oben versteckt diesmal im Baum. Norway. Okay. Sicher, sicher. Lieber einmal zu viel gescheckt und wir stehen. Boah, ich würde sagen. Genau da. 0,65 Meter. So kann's weitergehen. Und damit geht's in Runde 3. Entretien Lavage Vidance, Senegal oder so. Ich würde mal spontan Richtung Senegal checken. Oh, wir haben sogar einen Ortsnamen. Kömorsa. Ich würde das auch spielen. Wie heißt das? Geotastic? Ein wunderschönes Spiel. Gibt auch andere Modi, in denen man schnell sein muss, nicht so genau sein muss. Ich bin jemand, ich bin sehr darauf fokussiert, präzise zu spielen und sehr genau. Es gibt noch eine Bezahlversion von einem anderen Unternehmen, das wäre dann GeoGuessr. Weiß nicht, vielleicht haben die inzwischen auch einen Free-Mode. Genau. Tuba Avicol. Aber ich spiele halt immer nur Geotastic. Das Prinzip ist bei allen gleich. Man wird irgendwo auf der Karte abgesetzt. Da, wo das Google-Auto rumgefahren ist. Und sieht halt so wunderschöne Sachen wie diese tolle Autowerkstatt. Wo man auf jeden Fall sein Auto gerne hinbringen würde. Um es reparieren zu lassen. Ich glaube, yo, das machen wir. Und muss dann halt umherfahren, Sachen entdecken oder halt sehr schnell sein. Die meisten sind halt lieber sehr schnell. Grüne Dinger, nicht? Senegal war grün, ja. Boulangerie, Patisserie. Ansonsten könnte es noch. Hier hinten irgendwie sein Nigeria. Wer war denn grün? Ghana war gelb, nicht? Ghana hat den gelben Stern. Institut der Information. Allein das Französisch würde ich jetzt Ghana gar nicht zuordnen. Und auch diese Trockenheit hier passt schon eigentlich ganz gut. Multiservice. Aha. Ja, auf jeden Fall sucht man dann über umherfahren und anhand von Hinweisen, wo man ist. Viele nutzen Hinweise wie, die lernen dann, wie das hier zum Beispiel aussieht auswendig. Weil das hier ist sehr spezifisch und dann weißt du, in dem Land ist die Kontur von dem Auto so, aber das macht mir keinen Spaß. Ich will ja was von dem Land sehen und fahre lieber ein bisschen rum und guck nach ordentlichen Hinweisen wie, eine Flagge oder eine Adresse. Manche lernen Telefonnummern auswendig, aber ich bin nicht gut im Auswendiglernen. Von daher bleiben nur Fetzen manchmal hängen. Sowas wie zum Beispiel Orange ist der Anbieter in den Ländern, Safaricom zum Beispiel in Kenia als Internetanbieter oder Mobilfunkanbieter und daran kann man das dann auch festmachen. Boutique, Wente, Beteil. Ich meine, ist ja immerhin Runde 3 von 3. Citione. Senegage. Senegal. Wer weiß. Wir brauchen trotzdem einen Ortsnamen oder einen Abstand. Also ich bin
Genau, sowas zum Beispiel. Ninjimbi Zek, das ist doch gut. Und Tawaye Beige. Ich glaube nicht, dass die irgendwie zu erkennen sein werden auf der Karte. Das wäre schon ein sehr großer Zufall. Sofern ich überhaupt im richtigen Land bin. Ein Backe wüssten wir, da waren wir schon öfter. Tawal. Takti, Tilet. Vielleicht müssen wir noch herausfinden, in welchem Bezirk wir uns befinden. Bokidiaf. Seme. Turime, Gabu, Bell, Bala, Butu. Das hilft noch nicht. Das ist aber für später super relevant, wenn wir herausfinden müssen, welche Straßenabfahrt wir zum Beispiel haben. Es hier scheint auch eine größere Stadt zu sein. Eventuell waren es andere Bezirke. Vielleicht sind wir auch mitten in Senegal, in Dakar oder sowas. Das könnte auch passiert sein. Wobei wir dann Richtung Westen an Wasser kommen würden. Gut, ich bin jetzt Richtung Osten unterwegs. Paar Brise. Was haben wir hier? Das ist doch was Gutes. Da steht doch bestimmt was drauf. Können wir es lesen? Republik du Senegal, ja, der grüne Stern Senegal. Okay, richtig geraten, würde ich es mal nennen. Programm Dakar, okay. Aber gut, die Hauptstadt kann natürlich auch woanders aktiv sein. Aber dann gehen wir mal in die Richtung hier und gucken mal, ob wir vielleicht diese beiden Orte sehen. Ich würde ja sagen, wenn, sind wir gerade hier oder sowas. Oder hier vielleicht noch maximal. Aber viel weiter drin würde ich fast nicht sagen. Da war doch schon sehr dicht besiedelt, die letzten Male, wo wir da drin waren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die beiden Orte hießen. Taki irgendwas. Steht da oben. Hotmail.com. Wow. Das erinnert mich ein bisschen an diese Schilder aus Rollercoaster Tycoon, die man da immer hinstellen konnte. Omar Bongo Komplex. Okay, aber in die Richtung wird nichts kommen. Da fahre ich jetzt nicht hin. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen mehr gucken, in der Stadt irgendeinen Hinweis finden. Hier stand doch was dran. Kör Nomasa. Kör Masa. Muma. Kör Momasa. Okay, aber könnte Kör Stadtteil heißen? Nicht, dass wir doch hier hinten drin sind. Aber das sah so voll aus. Gibraltar? Sicher nicht. Warum hast du nicht noch einen Momar drin?
Aber es könnte auch Mumassar. Einfach Körmassar. Dass es einfach anders geschrieben wird. Ah, das ist immer blöd. Kör gibt's auf jeden Fall öfter mal als Wort. Körmusa. Körmvri. Körasan. Körmokuma. Köramari. Körmeiser. Hans-Jörg Meiser. Okay, also Kör kann irgendwo sein. Ich dachte erst, Kör ist vielleicht Stadtteil oder sowas, aber anscheinend nicht. Wahrscheinlich heißt es eher Dorf oder Siedlung oder so. Weil vielleicht heißt es auch Berg oder Felsen. Und die Frage ist, wenn ich ranzoome nicht, da wochen ja auch noch einige auf. Es wird also was ganz, ganz Kleines sein. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, lange zu fahren, um was Größeres zu finden, wenn ich es nicht durch Zufall sehe. Okay, aber vielleicht finden wir noch einen Hinweis. Gibt es einen anderen Teil hier? Village Denanis? Kann ich nicht lesen, leider. Das hier geht straight nach Westen und die ist sehr lang. Die führt raus, nicht? Relativ schnell. Die geht nach Norden. Wir haben Norden und Westen. So. Das kann halt auch überall sein, nicht? Aber es könnte auch hier Körmusar. Wie heißt das? Dass es das damit gemeint ist. Und wir stehen halt hier oder sowas. Problem an Läden, hier kann man sich schwer orientieren. Wenn wir Glück haben, gibt es irgendein Hotel, was überdauert hat. Cosmetics, ja, das ist halt nicht. Die liegen jetzt Richtung Norden. Eine Schiene wäre hier aber gewesen. Eine Schiene hatten wir nicht. Habe ich zumindest nicht gesehen. Okay. Tuba, wie Koll war das hier? Hongkong Punt. Ein Fußballfeld. Und da ist wieder unsere Werkstatt. Und hier kommt noch mal ein Kreisverkehr. Körmudu Bintar. Tja. Da sieht es aus, als ob nicht mehr viel kommt. Hier sieht aus, als ob ein bisschen noch was kommt wegen Sinn. Dann fahren wir mal nach Westen wieder. Musikstudio. Hongkong Knö mal wieder. Aha. Die sind auch echt verbreitet.
Da, was Offizielles. Projekt Development Agriculture Dor Luga. Hast du vor de wie? Ha. Also Agriculture Ministerium kann ich noch lesen. Kommunal, aber ob Asufo jetzt was ist, was man suchen könnte. Und das ist leider zu klein. Orange Money. Institut de Gestion et de Management Afrique, Campus Lugan. Die Adresse darunter können wir wieder nicht lesen. Ah, oh Mann, diese Kartoffelkamera. Nervig. Wave. Tja. SN, Senegal, hätten wir jetzt auch gewusst. Wow. Weiß halt nicht, ob es sich lohnt, hier an jedem Schild anzuhalten. Klar könnten da jetzt überall Hinweise drauf sein. Da steht was mit Mbacke. Boulangerie, Patisserie, Mbacke. Backe wäre hier. Haben die vielleicht einen Stadtteil? Kür. Kür-Mona-Lisa. Kür-Mona-Lisa lese ich da. Oder zumindest irgendwas in der Nähe. Na gut, der wird einfach nur eine Filiale hier haben, wo auch immer das ist. Dini. Kerbuka. Zu viel einfach. Too much. Vielleicht, wenn wir irgendeine markante Straßenstelle finden könnten. Gimimbin Bara Mbacke. Jetzt steht schon wieder Mbacke da. Okay. Ich meine, muss auch in eine größere Stadt gehen hier, nicht? Es gibt überall Internetdinger. Es gibt Kühlschränke. Es gibt Einkaufsläden. Es gibt größere Gebäude, sogar mit Glasscheiben. Das war auch schon mal verrückt. Das heißt, die werden vielleicht auch Klimaanlage haben oder so. Ja. Hier, Place de République Mansour Bouna Nidal. Place de République Mansour. Bouna. Vielleicht das auch Thies. Mbur, Bouna, Bouna. Wobei ich Thies noch gar nicht gelesen habe.
für Team. Oder halt doch irgendwo hier. Ist das der Platz der Republik? Das ist eh nichts aufgeschrieben. Center Emission. Ich meine, die haben relativ viele Plätze, wo nichts ist, aber Google hat da vielleicht einfach nichts eingezeichnet. Ich bin richtig am Schwanken, ne? Die ganze Zeit. Ich habe so gar kein Clou, keine Idee. Hier ist noch ein Körmassar. Aber ich glaube nicht, dass wir das eingrenzen können, oder? Ich meine, es gibt eigentlich nur die drei großen, richtig großen Städte. Die anderen sind so semi, nicht? Und da Mbacke mit dran stand bisher, würde ich die halt am ehesten ins Auge fassen. Wir können noch mal die kleinen Orte abchecken. Nidaje. Kürbaye. Ich hätte ja sowas wie Durumaran oder sowas auch erwartet. Und wir sind auch nicht über eine Zuglinie gefahren. Und wir fahren aber die ganze Zeit auch nach Westen. Umbut on Foy, Commune de Lugar. Mbeye, Lugar. Lugar habe ich aber auch noch nicht gesehen. Es hat immer die Frage, ist das eine Stadt, wenn es eine ist? Ist es ein Stadtteil? Senegal. Wow. Wirklich. Hallo, Andrew. Ah, da steht auch Lugar. Brigade Gendarmerie Lugar. Gucken wir hier nochmal. Morlo, Sam, Guede. Mbur. Hatte ich nicht Mbur auch schon gelesen? Aber Thies habe ich halt nicht gelesen. Put. Niaga. Kaunu, Boon, Malika, Mbatal, Mbaul. Soweit die drin werden wir auch nicht sein. Luca. Tja. Das, was offiziell ist, das werden wir wieder nicht lesen können. Okay, wie heißen die Ortsteile? Vielleicht können wir hier dran was festmachen. Dubel, Krafane, Thies. Macht auch Sinn, wenn Thies da drin ist. Das ist Dakar.
Kulak, Fatigue, Kafrin, Matma, San Luis. Ja, das war's. Hier, Region de Lugar. Boah, die letzte. Das hier ist Lugar. Okay, dann wissen wir sind schon mal hier. Und da ist Lugar. Ist hier der Platz der Republik? Oder wo ist der? Weil da wären wir in der Nähe. Friedhöfe sehe ich nur. Die hätten aber auch eine Schiene, die ich nicht gesehen habe. Könnte sein, dass wir hier stehen oder so. Und das ist der zweite Kreisverkehr und dann bin ich hier reingefahren. Kann das sein? Und jetzt sind wir hier mittendrin. Okay, warte, dann fangen wir jetzt nochmal an. Wir stehen ja hier und da stand ja was. Kör Momasa. So, sehen wir Kör Momasa. Hier ist auf jeden Fall Gott. Man kann auch einfach nur in der Region sein, nicht? Das ist halt. Körmelo, Körmasamba, Körmabrik, Körsam. Die Schiene verwirrt mich halt. Könnten wir auch hier stehen und ich bin dann hier rausgefahren und jetzt hier drin. Und dann sind wir hochgefahren vielleicht. Okay, sind wir schon nach Norden gefahren, ja, nicht? Nach Norden sind wir schon gefahren. Jetzt fahren wir nochmal nach Norden. Vielleicht sehen wir noch irgendwas anderes. Das Kosmetikstudio nach Norden. Auf der Seite, das wäre Quatsch, würde ich sagen. Also wenn, und hier fahren wir nicht direkt nach Norden. Wir fahren schräg, würde auch nicht gehen. Das heißt, wir könnten hier, aber einen Kreisverkehr hatten wir auch nicht. Also wir sind eher in so einem Dreieck. Die Straße geht nach Westen. Und zwar ziemlich genau. Und die geht nach Norden. Westen, Norden. Also Westen, Norden, Westen und Süd. Westen, Norden und Südosten. So, das kann natürlich überall sein. Aber das könnte das Ding hier sein. Ja, das sieht gut aus. Also doch hier. Boulangerie. Und hier an der Ecke bin ich denn da reingefahren. So. Ich werde es jetzt anhand der Schiene festmachen. Wenn wir nach Westen fahren, von unserer Position aus, müssten wir an die Schiene kommen. Hier ist eine Moschee. Auch immer ganz gut. Die sind oft auch eingezeichnet. In diesem Fall nicht. Was haben wir hier? Pharmacie El Hambi Mbaye. Da haben wir es.
Das ist der Punkt, da sind wir. Genau gefunden, dank der Dings, da muss ich gar nicht weitersuchen. So, und wir stehen jetzt Richtung Südosten. So, auf welcher Höhe? Vor der Tankstelleneinfahrt. Wenn wir nach... Das Gebäude wird nicht eingezeichnet sein nach Süden, oder? Was ist das hier? So. Finish. 12,99 Meter. Glück gehabt. Doch dichter dran. Das sieht anders aus als in, auf der Karte. Lugar waren wir. Okay. Warum da Mbacke dran stand überall bei den Boulangerie und Boucherie, dann sind die nämlich von hier nach da einfach ausgedingst. Okay. War doch aber ganz gut. Wir gucken auf die Total Results. 18.000 Punkte. Wup, wup, wup. Wir waren in den Niederlanden 14 Minuten. Wir waren in Dänemark 5 Minuten und 30 Minuten im Senegal. Ich würde sagen, so kann es weitergehen. Bis zur nächsten Folge.